So, schönen guten Abend zusammen. Ich darf Sie und euch herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel KFC Uerdingen gegen den 1. FC Magdeburg begrüßen. Endergebnis 0:0 vor 3.874 Zuschauern. Zu meiner Linken sitzt Gästetrainer Stefan Krämer, zu meiner Rechten Stefan Reisinger. Der Gästetrainer hat das erste Wort. Ja, hallo alle zusammen. Hat mich sehr gefreut, einige von euch wiederzusehen. Nach der guten Zeit hier zum Spiel heute. Ich glaube, es war nicht wirklich ein gutes Drittligaspiel. Wenn ich jetzt nur für meine Mannschaft sprechen kann, natürlich auch, dann war es gegen den Ball okay. Der Aufwand, den die Mannschaft betreibt, auch das ist immer in Ordnung. Gegen uns auch nicht so leicht ein Tor zu machen. Wir haben relativ wenig Gegentore. Dafür waren wir heute im Ballbesitz wirklich schlecht. Wir waren viel zu fahrig, wir haben viel zu viel leichte Ballverluste gehabt. Von Anfang an eigentlich sind wir dann dadurch auch nicht in ein strukturiertes Offensivspiel gekommen. Viel zu wenig Umschaltsituationen genutzt, weil wir sie uns immer wieder durch eigene Fehler kaputt gemacht haben. Und deswegen kann ich mit dem Spiel gegen den Ball, das weiß ich, dass meine Mannschaft mir das immer gibt, aber das Spiel mit Ball war heute wirklich eins der schlechtesten, seitdem ich Trainer in Magdeburg bin. Und deswegen müssen wir da ganz bestimmt noch viel, viel Arbeit investieren, um da besser zu werden. Und das hat gar nicht nur mit den Offensivspielern zu tun, das hat mit der ganzen Mannschaft vom Spielaufbau angefangen, hinten, der mir zu langsam war. Teilweise Dreierkette gegen einen Stürmer macht überhaupt keinen Sinn. Dann hat uns eine Anspielstation im Zentrum gefehlt und alles viel zu langsam, viel zu oft nach hinten weggedreht, anstatt nach vorne aufzudrehen. Also wir hatten heute eine relativ lange Mängelliste, zumindest mit dem Ball. Das Beste ist, dass wir nicht verloren haben und wieder zu Null gespielt haben, aber mit Ball haben wir noch viel Arbeit. Vielen Dank. Reise, dein Statement bitte. Ja, hallo erstmal. Vieles war bei uns auch so ähnlich. Wir wussten, was auf uns zukommt heute. Magdeburg ist eine sehr starke Mannschaft, auswärts bis jetzt noch nichts verloren. Ich muss sagen, vom taktischen her, vom defensiven gegen den Ball war ich sehr zufrieden. Wir haben wenig zugelassen, trotz der Qualitäten, die Magdeburg auch hat, mit Beck oder Bertram. Aber ich muss natürlich sagen, im letzten Drittel, da habe ich mir natürlich viel mehr vorgestellt. Da bin ich natürlich auch überhaupt nicht zufrieden. Die Sachen, die ich mir eigentlich vor dem Spiel da gewünscht habe bei dem einen oder anderen, das war mir halt einfach viel zu wenig dann. Das muss ich ganz klipp und klar sagen. Auch die Entschlossenheit, die Zielstrebigkeit im letzten Drittel, auch dann auch das Fordern, weil man muss ehrlich sagen, hinten der Sechserblock inklusive Lucky hat super gearbeitet hier. Man muss auch dazu sagen, wir hatten in Meppen schon ein wahnsinnig intensives Spiel, wo alle wirklich auf Anschlag gegangen sind. Und das haben die Jungs heute wirklich auch gemacht. Aber im letzten Drittel einfach, das hat mir bis auf Ausnahme von Tom Burry, der finde ich, hat das richtig gut gemacht. Aber das andere, das war mir einfach heute einfach zu wenig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir dann für die dritte Liga die Qualität im letzten Drittel. Da muss ich einfach mir mal mehr zutrauen. Da muss ich den Abschluss suchen. Da muss ich auch mal in die Box reingehen, zielstrebig ein Tor machen wollen. Weil das wäre heute möglich gewesen. Ich denke, von den Chancen her wären wir vielleicht eher nah dran gewesen an dem Lucky Punch. Aber im Großen und Ganzen muss man halt dann einfach, wenn man vorne das einfach nicht eiskalt nutzen und vorne dann die letzte Entschlossenheit fehlt, mit einem Punkt heute leben. Danke. Danke, Stefan. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Eine Frage? Stefan Bunsere, Wehrsport. Warum war Kevin Großkreuz nicht im Kader? Der war noch nicht bei 100%. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine Fragen, dann beantworte ich. Entschuldigung, dann bedanke ich mich für heute Abend und wünsche erstmal eine angenehme Länderspielpause. Und wir sehen uns am 19. Oktober wieder beim TSV 1860 München. Schönen Abend noch.